Hallihallo meine Liebes, was geht ab bei euch? Und ich darf euch zu einer grandiosen Ankündigung hier begrüßen. Und zwar geht es wieder um eine Livestream, da er doch irgendwie schon gefragt ist. So meine lieben Evils, ich habe jetzt hier einige Punkte, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber trotzdem mit euch durchgehen muss. Also, erster Punkt, wann ist der Livestream? Morgen. Morgen ist der 1. Juni. Morgen geht's los. Wann? Genau um 12 Uhr. Es wird um Punkt 12 Uhr losgehen. Es wird gestreamt, ganz normal hier auf Twitch. Ihr seht es im Hintergrund. Hier Ivo Busch LP. Genau. Und ja, das ist der erste Punkt. Wann und wo? So. Was wird genau gestreamt? Ist der zweite Punkt. Und das ist League of Legends. Was genau bei League of Legends wird gezockt? Ranked, Abo Games. Ich wollte erst Ranked, habe mich jetzt aber doch umentschieden und ich werde es so machen, dass wir Abo Games machen. Aber diesmal ein bisschen anders und zwar spielen wir zu fünft. Also ich, der Vini und drei Randoms von euch, drei Evils, gegen halt fünf andere. Gegen halt, also wir melden einfach ein ganz normales Five an. So, ihr wisst, was ich meine, ne? Also halt jetzt nicht so, dass wir halt 5 gegen 5 spielen, also von den Evils her, also nicht Vini und ich, plus 3 Evils, plus 5 andere Evils, sondern halt gegen 5 Randoms. Und ja, jetzt kommt der springende Punkt aber. Wir werden aber, oder ich werde nicht auf meinem Main-Account zocken, also nicht auf meinem Evil Nick 95 und Vini wird auch nicht auf Evil Vini zocken, sondern Vini und ich haben uns beide einen neuen Account erstellt, einen zweiten Account, also einen Level 1er, also sprich einen Smurf-Account. Und wir werden es so machen, dass wir, ja, dass ihr die Möglichkeit habt, uns zu adden. Und wir werden damit jedem aus der Freundesliste, die ich in der Freundesliste habe, eine Runde zocken. Und ja, nachdem ich dann mit ihr oder mit euch eine Runde gezockt habe, also ihr dran wart, werdet ihr automatisch dann wieder aus der Freundesliste entfernt, damit so alles fair ist. Und ihr werdet natürlich notiert, dass ihr schon mal drin wart. Das falls, wenn sie irgendwann leer ist, dass ihr da nicht wieder reinkommt. Wobei, dann sind auch schon so viele Matches gewesen, dann könnte man ja schon wieder fast sagen, dass man nochmal eine Runde darf. Aber das ist egal. Wichtig ist aber die Voraussetzung, dass ihr Level 5 sein müsst. Das ist jetzt hier der springende Punkt. Also ihr müsst, damit ihr mich adden dürft oder ich euch überhaupt annehme, müsst ihr mit eurem neuen Smurf-Account Level 5 sein. Nicht höher, nicht niedriger, also okay, 6, 7 dürfte auch noch sein, aber über 8 wird nicht angenommen. Und das Wichtige dabei ist auch, dass ihr die Anmeldung über meinen Link machen müsst. Also ihr müsst euch über meinen Link registrieren, über an meinen Werbeeinfreund Link. Da jetzt klar denkt ihr, der Busch hier wird nur seine Vorteile nutzen. Klar, ich weiß, dass ich da einen kleinen Bonus draus bekomme. Aber der ist ja wirklich nur niedrig und ich finde auch so kann man mich besser sehen, wer jetzt nun wirklich gerne mit mir zocken möchte, dann spiele ich halt wirklich mit Abonnenten, die halt wirklich noch nicht wirklich mit mir gespielt haben, aber unbedingt es wollen, deswegen auch heute noch einen auf Level 5 spielen. Ich weiß nicht, das dauert ungefähr nicht so lange, ich glaube 4, 5 Runden allerhöchstens. Also ich glaube pro Level eine Runde. Ja, und die werde ich dann annehmen. Zum Link. Den packe ich in die Beschreibung. Also geht ihr dann einfach in die Beschreibung, kopiert euch den Link hier oben bei Google rein. Ja, zack, Enter. Das ist mein Link. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten wichtigen Punkt, Freunde. Also ihr müsst wirklich alles hier richtig befolgen. Und zwar möchte ich einen kleinen Gag noch dabei haben. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass ich halt mit euch zocke. Ist, dass ihr folgende Namen haben müsst. Und ich finde das nämlich ganz witzig so. Wir machen das, dass ihr PVT, also Private, und dann Evil. Und danach könnt ihr frei euren Namen wählen. Dann könnt ihr Evil, Private Evil, keine Ahnung, Karottenfresser oder Staubsauger, was weiß ich, wie auch immer heißt. Danach ist es egal, aber ihr müsst Private Evil heißen, weil dann möchte ich einfach ingame, dass wir dann halt da alle als Privates machen und halt natürlich als Evil, damit wir sozusagen als Community da an den Start gehen. Finde ich so extrem nice und würde bestimmt auch einen witzigen Eindruck hinterlassen. Ja, den Rest würde ich sagen, kriegt ihr selber hin, Passwort eingeben, E-Mail, Geburtsdatum, hier noch einen Haken reinsetzen, den würde ich eventuell rausnehmen. Und dann auf kostenlos spielen. Wichtig ist halt einfach, dass ihr meinen Link benutzt und nicht einen anderen. Und
Und ja, so viel dazu. Ich glaube, damit müsste auch schon alles gesagt sein. Jetzt sprechen wir nur noch über die Zeit, wie lange denn das Ganze gehen soll. Und wir werden um 12 Uhr morgen anfangen. Wir werden Samstag um 12 Uhr anfangen. Und ich werde auf jeden Fall, ich werde versuchen, ich werde bis von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 16 Uhr zocken. Ja, bis Sonntag 16 Uhr. Ihr habt mich richtig verstanden. Sonntag 16 Uhr. Ja, ich würde sagen, damit ist auch alles gesagt. Ich wiederhole nochmal alles ganz kurz. Hier geht's los. Hier wird gestreamt auf Twitch. Genau, morgen geht's los. 12 Uhr. 12 Uhr morgens oder ja, 12 Uhr mittags. Ja, mittags, sonst kommen da noch Missverständnisse. Bis Sonntag 16 Uhr. Ich weiß, das sind dann ja, 24 Stunden Livestream, kann man sowas nennen. Zweiter Punkt ist, wie kann man jetzt genau da mitzocken, falls ihr mitmachen wollt. Ihr müsst halt erstens Level 5 sein. Und ihr müsst zweitens meinen Link benutzt haben. Und ihr müsst drittens diesen Private Evil heißen. Sonst geht leider nicht. So viel dazu. Was wird gezockt? Wir zocken halt, also es können jedes Match dann drei neue Randoms mitkommen. Wir werden dann halt einfach dann immer schön anmelden und mit Glück haben wir ordentlich Spaß, weil wir ziehen dann mehr oder weniger die Neulinge doch ab als Evil-Truppe. Ja, die drei Kriterien müsst ihr erfüllen und dann würde ich sagen, habe ich auch alles gesagt. Wie gesagt, 24 Stunden Livestream, dafür schon mal, ne? Nur für euch, Freunde. Das wird hart, es kann sein, dass ich leicht müde werde. Aber es wird auf jeden Fall ordentlich Spaß haben. Ein bisschen, ein paar Specials wollen wir auch zwischendurch einbauen. Und ich hoffe, die Begeisterung ist einfach riesig, denn ich habe jetzt alles ja, ausführlich geplant. Was ich noch sagen möchte, das mit dem Adden, das wird dann morgen live im Livestream geschehen. Dann gebe ich erst meinen Summoner Name bekannt. Und wie gesagt, nicht adden, bevor ihr nicht die drei Kriterien erfüllt habt, denn sonst werde ich euch gleich darauf wieder löschen. Das wäre eine unnötige Arbeit. So viel dazu. Ja, Fragen sollten eigentlich jetzt gerade nicht mehr groß aufkommen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ansonsten schreibt es doch nochmal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr könnt euch auch gegenseitig da ein bisschen helfen. Ja. PS, ich werde wahrscheinlich auch noch ein. Na, nee, werde ich nicht. Okay. Ja, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auch schon. Ich freue mich riesig und ich hoffe, wir werden so einen riesen Anlauf haben und ich hoffe, wir werden auch, weiß ich nicht, die magische Grenze von 400, weiß ich, Zuschauern war es, irgendwie mal richtig schön knacken und einfach richtig am Stück da den Tag mit euch hier versüßen. Dass wenn ihr dann, weiß ich nicht, 3 Stunden offline geht und dann nach 3 Stunden wieder einschaltet, ich da immer noch am Rumdancen bin und euch ein bisschen entertaine. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe, ihr habt Spaß. Vor allem gute Laune ist wichtig, dass ihr die auch mitbringt. Dass wenn ich irgendwie dann ja nach einigen Stunden einen kleinen Tiefpunkt habe, da mir auch wieder ein bisschen Motivation gibt, mich wieder aufbaut. Und dann sehen wir uns morgen, Freunde. Ich verabschiede mich und sorry für diese extrem lange Ankündigung, aber ich wollte wirklich, dass alle Fragen geklärt sind. Wir sehen uns morgen, 24 Stunden Livestream plus. Haut rein, Evils. Muhaha.